Hallo und willkommen bei der Alpenrevue. Als im Jahr 1979 Dieter Möbius und Conny Planck ein gemeinsames Album aufnahmen, hatten die beiden gemeinsam bereits hunderte Stunden im Studio hinter sich. Zumeist bei Aufnahmen von Harmonia und Cluster, die in Conny Plancks berühmtem Studio in Neunkirchen-Seelscheid am Stadtrand von Köln entstanden waren. Heute erscheint es etwas schockierend, dass Conny Planck schon im Alter von 47 Jahren gestorben ist, zumal ich gerade 47 Jahre alt bin. In dieser so kurzen Lebenszeit hatte er ein unglaubliches Body of Work, wie man sagt, erschaffen und die Laufbahnen von dutzenden berühmten Musikern nachhaltig beeinflusst. Ich weiß nicht, wie die Idee zustande kam, mit Dieter Möbius gemeinsam Alben aufzunehmen. Doch wie gut, dass es diese Idee gab, denn diese LPs haben es durchaus in sich. Möbius und Planck hatten in den darauffolgenden Jahren insgesamt 5 LPs aufgenommen. 3 davon fanden in dieser Combo statt, doch die anderen beiden Platten haben jeweils einen dritten Mitstreiter an Bord. Die erste LP aus dieser Reihe trägt den Titel Rastakraut Pasta. Das Album erscheint 1980, erwartungsgemäß ohne viel Echo auszulösen. Doch Platten dieser Art mögen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung etwas irrelevant erscheinen, bedienen sie doch keine Hitfabrik und schlagen kommerziell keine Wellen. Und doch habe ich eine gewisse Genugtuung dabei, dass fast 40 Jahre später noch immer so jemand wie ich da sitzt und über dieses Album spricht, während hunderte Acts, die damals beim Top of the Pop aufgetreten waren, heute weitgehend vergessen sind. Und schon damals waren sie nur begrenzt interessant. So hat Rastakraut Pasta schon 2010 bei dem deutschen Kultlabel Bureau B eine Wiederveröffentlichung erfahren mit 9 Liner Notes von Asmus Tietjens. Heute ist das bei Fans der deutschen progressiven Musik der 70er und 80er Jahre ein hochgelobtes Album. Das war damals ohnehin eine faszinierende, künstlerisch extrem weitreichende Zeit. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass ein seriöses Musiklabel wie Sky, Virgin oder EG Records links und rechts Plattenverträge an Bands und Leute austeilte, die einfach nur nach dem Empfinden des Mainstreams vollkommen schräg und unverdaulich waren. Natürlich spielt hier eine Rolle, dass damals bei dem Endprodukt, also einer LP auf Vinyl, für die Plattenfirma eine Gewinnmarge dastand, die noch immer verdammt gut war, wenn man 100.000 Platten von etwas verkaufte. Und das kriegte man damals, als es weder Spotify noch iTunes gab, relativ gut hin. Ich kann mich aus meiner Jugend natürlich noch sehr gut an Plattenläden wie WOM erinnern, die im Grunde zu jeder Uhrzeit komplett überlaufen waren. Und natürlich suchten damals 95% der Leute eine Platte von Phil Collins und Michael Jackson oder Madonna, doch die 5 restlichen Prozent generierten noch immer eine Menge Umsatz. Und die Plattenfirmen wollten damals möglichst breite Kataloge haben. Hinzu kam, dass es auch in der etwas schwerer verdaulichen Musik, die eben etwas Grips und Aufmerksamkeit bedurfte, einige echte Überflieger gab, die einfach extrem populär waren. Das waren dann Bands wie Yes oder Pink Floyd oder Genesis. Und jede Plattenfirma wollte so jemanden unter Dach und Fach haben. Doch um die nächste Prog-Rock-Kultband unter Vertrag zu kriegen, musste man eben Risiken eingehen. Risiko, das eine Wort, das heutzutage die Kulturwelt leider nicht mehr kennt. Und damals galt auch generelles Verständnis dafür, dass manche Bands gut 3 Alben oder genauso viele Jahre gebraucht haben, um wirklich in Höchstform zu kommen. Erinnern wir uns doch daran, dass bei Pink Floyd erstmal 5 Alben vergehen mussten, die kommerziell eher so lala waren, bevor die wirklich einträglichen Brocken kamen. Es gibt heute kein einziges Mainstream-Label, das eine derartige Geduld mitbringen würde. Das kannst du total vergessen. Vorweg gesagt, Rastakraut Pasta ist kein Album, das in irgendeiner Weise in dem eher zurückhaltenden Gefilde der Ambient-Musik operiert, so wie man es zu hören bekam, wenn dieselben Leute mit Brian Eno aufgenommen haben. Allein das Stück Two Oldtimers besitzt eine gewisse sphärische Sanftmut. Rastakraut Pasta ist ein kantiges Werk, das durchaus etwas herb klingt. Auf der einen Seite sind es gerade die Synthesizer-lastigen Experimente von Dieter Möbius,
die hier die Grundlage bilden, doch das Album strotzt vor psychedelischen Gitarreneffekten und allerlei Feedback-Loops. Ein zentrales Instrument ist hier der Bass, doch in einer extrem minimalistischen Art und Weise eingesetzt, als so eine Art Akzentgeber. Bei drei Stücken spielt erneut der legendäre Holger Tschukay Bass. Ich denke, all die etwas rauen und herben Basspassagen hatte vermutlich Conny Plank selbst eingespielt, während Holger für die Sachen ins Studio geholt wurde, die etwas mehr Finesse gebraucht haben. Doch in beiden Fällen hat der Bass auf diesem Album etwas sehr Derbes und Bodenständiges. Das macht es extrem reizvoll. Das Stück Solar Plexus ist sicherlich das am meisten aus der Reihe tretende Stück auf dieser Scheibe. Eine großartige Avantgarde-Meditation mit unzähligen Tape-Loops, Elementen der Musik konkret, doch auch mit einem herrlichen Einsatz von Synthesizern der alten Generation. Das ist dann Weltraummusik vom Feinsten. Als ich die Platte zum ersten Mal gehört hatte, habe ich mich in diesen etwas seltsamen und eigenwilligen Sound sofort vernarrt. Das ist keine LP, die allzu viele Ähnlichkeiten mit anderen Bands oder Alben aufweisen würde. Das ist eben ein ganz eigener Sound, ein wenig augenzwinkernd. Gerade das noch analoge Sampling wird hier gerne auch mal für humorige Gesten verwendet. Doch die meisten Tracks sind eher leicht sinister. Absolut großartig ist der Eröffnungstrack News. Dieses Stück hat eine exzellente Attitude und ist vermutlich mein Lieblingstrack hier. Ich möchte hier zum Abschluss einige Zeilen von Asmus Tietjens vorlesen aus den neuen Liner Notes. Plank war nicht nur ein genialer Tonmeister, sondern auch ein erfindungsreicher Gitarrist, der nur zu gern bereit war, sich von musikalischen Utopisten wie Möbius anregen zu lassen. Möbius wiederum lernte durch Plank ein komplex ausgerüstetes Tonstudio so zu nutzen, als wäre es ein Instrument. Beide, Plank und Möbius, sorgten aber bei aller Freizügigkeit der musikalischen Konzeption in jeder Phase dafür, dass die Studiotechnik und die Elektronik nie zum inhaltslosen Selbstzweck wurden, sondern neben den herkömmlichen Klangerzeugern eine gleichwertige Rolle spielten. Das hier ist somit eine großartige Instrumentalplatte, empfehlenswert für alle, die gerne mal etwas ganz anderes hören wollen. Eben auch etwas, das in keine Schublade passt. Ich gebe hier gerne 5 von 5 Sternen. Das hier ist eine LP für echte Soundforscher. Und als Fan deutscher experimenteller Musik der 70er und 80er kommt man an dieser Scheibe ohnehin kaum vorbei. Das war Rastakraut Pasta von Möbius und Plank aus dem Jahr 1980. Thank you.